Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe hier ein Winterbeanie. Ein Winterbeanie mit richtig dicke Plüsch drin. Richtig schön, kuschelig, warm. Da ist es. Innen sind Nähte, das ist klar, irgendwie muss es ja zusammengenäht sein. Die sind aber ordentlich und sauber. Führen ungefähr so dieses Stück, nicht bis ganz nach unten. Hier oben bildet sich so ein Stern und das sind dann die Nähte, die das Ganze dann eben zum Halten bringen, dass es in hier außen eben auch schön geschlossen ist. So. Dann ist hier noch eine Naht drin. Irgendwo muss ja dieser Körper, dieser runde Körper auch verschlossen werden, dass es eine walzenförmige Form hat, dass es hier so rund ist. Und ansonsten, ja. Ich finde sie sehr schön gemacht, sehr schön warm. Ich suche gerade bloß noch nach einem Wäschehinweis. Den gibt es hier irgendwie nicht. Da muss ich mal gucken, ob beim Händler auf der Seite noch irgendwas dazu vermerkt ist. Perfekte Anwendbarkeit und Geschenk, da hätte ich das jetzt vermutet, ist es aber nicht. Bequeme Reinigung. Kompaktes Designkompon in die Tasche legen, einfaches Reinigen, Waschmaschinenreinigung ohne zusätzliche Pflege, schnelles Trocknen und Sparen von Zeit. Ja, ist wieder dieses Translator übersetzte Deutsch. Das ist ein bisschen schräg geschrieben, aber im Grundsatz haben wir alle verstanden. Man kann es in der Waschmaschine reinigen, ohne zusätzliche Pflege. Also es sollte keine chemische Reinigung bekommen und das sollte auch nicht gebleicht werden. Wird wahrscheinlich damit gemeint sein, schnelles Trocknen. Ja, ein Wäschetrockner würde ich jetzt nicht dazu raten. Das Material scheint mir nicht so, als wenn man das im Wäschetrockner trocknen sollte. Wer es nun trotzdem macht, macht das natürlich eigenverantwortlich. Kann man versuchen, aber ich denke, besser ist es, man schleudert die schön aus und legt die luftig irgendwo in die Nähe einer Heizung und dann trocknet die auch relativ schnell. Was wäre das denn überhaupt für Material? Polyester. Eigentlich ist Polyester ein Material, was sich gut ausschleudert und schnell trocknen lässt. Vergessen darf man natürlich nicht, sie auch mal zu wenden, dass sie auch innen gut austrocknet. Das Plüsch hat ja eine andere Trocknungsgeschwindigkeit als das Polyester. Aber im Großen und Ganzen eben eine schöne Mütze für 12,99 €. Ich finde die für diesen Preis in Ordnung. Das ist für mich perfekt und deshalb empfehle ich die natürlich auch gerne weiter. So, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt schön gesund und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Tschüss!